Ja, es ist natürlich ein riesen Erlebnis. Die Emotionen gehen wirklich hoch. Wir haben das bereits im Gondeltransport gesehen. Das allein ist ein Erlebnis wert. Und jetzt stehen die da in der Warteposition für Gäste, hängen am Seil. Es ist eine traumhafte Geschichte, vor allem weil die Gondel auch traumhaft schön aussehen. Top of the Universe. Genau das, was Rosa jetzt noch gebraucht hat, so eine Heirat mit dem Heidi, wo wir immer gewusst haben, wenn das Heidi kommt, dann gehören wir absolut zur Weltspitze. Ein riesen Kübel, der zwischen den Rosen hin und her fährt und die zwei Skigebiete verbindet. Aber sie sehen auch noch gut aus, oder? Ja gut, wenn man nur die Gondeln anschaut, das sind gigantische Gondeln mit 150 Plätzen für Skifahrer. Wenn man das Skigebiet anschaut, wir haben 225 Pistenkilometer gemeinsam, das ist ein sehr grosses Skigebiet. Wir haben ein paar Highlights hier drin. Wir haben zum Beispiel die Pisten auf der Lenzer Heidi-Seite, die über 1000 Meter ist in der Falllinie, vom Mur der Vörtli runter bis zur Bahn. Gut, wir haben uns auch zuerst überlegt, ob wir in einer wilden Nähe leben sollen. Aber das haben wir jetzt gesagt, doch eine eingetragene Partnerschaft, das macht Sinn. Wir haben ja gemeinsam, also wir müssen ja gewisse Sachen müssen wir miteinander arbeiten. Und so ist dann eigentlich die Idee gekommen, wir könnten da gerade heiraten. Wir wollten eigentlich im März dann auch noch die kirchliche Feier vollziehen, wo wir dann natürlich rundum Leute aus Politik und Wirtschaft und generell auch aus den beiden Orten einladen wollten und dann das noch richtig mit Hochzeitstanz feiern.